Kennen Sie eigentlich auch ein paar Seeleute, Mrs. Dawson? Nein, Euer Lordschaft. Als Seemann kann man ganz schön was erleben. Jerry zum Beispiel hat gar keine Haare mehr, weil er so oft auf seinen Reisen von Menschenfressern skalpiert wurde. Irgendwann wächst das einfach nicht mehr nach. Können Sie sich das vorstellen? Nein, Euer Lordschaft. Was ist denn, Mrs. Dawson? Lord Fauntleroy, Milord. Oh, ich hab dich gar nicht bemerkt, Großvater. Ja. Hi. Hi. Ich bin Cedric, dein Enkel. So. Ich hoffe, es geht dir gut, Großvater. Ich freue mich sehr, dich endlich kennenzulernen. Mr. Havisham hat tolle Sachen von dir erzählt. Du freust dich? Ich hab mich die ganze Reise hierher gefragt, wie du wohl aussehen würdest. Ob du mein Papa ähnlich siehst und so. Und? Sehe ich ihm ähnlich, deinem Vater? Ich war ja noch recht klein, als er starb. Aber ich glaube nicht, dass ihr viel Ähnlichkeit miteinander habt. Ach, bist du jetzt enttäuscht, ja? Ivo, ich freue mich natürlich trotzdem, meinem Großvater zu begegnen. Du weißt ja, wie es ist, wenn man seine Verwandten lieb hat. Na, ich glaube nicht. Aber jeder Junge hat doch seinen Großvater lieb. Besonders einen, der so gut zu einem ist. Ich bin also gut zu dir? Klar. Zu mir, zu Dick und natürlich zu Mr. Hobbs. Ich verstehe nicht. Na, mit dem Geld, das du mir geschickt hast. Ach, das meinst du. Nun, was hast du dir für das Geld gekauft? Also zunächst habe ich Dick geholfen. Du würdest Dick bestimmt gern haben, Großvater. Wer ist denn dieser Dick? Dick ist Schuhputzer. Wer? Ein Schuhputzer? Er ist mein zweitbester Freund. Mit deinem Geld habe ich seinen Partner ausbezahlt. Ein übler Typ, sag ich dir. Ein Meisterschild und neue Bürsten hat Dick auch bekommen. Er poliert dir die Schuhe so glänzend, du würdest sie nicht wiedererkennen. Unübertroffen. Ach, papalapap. Dieses Tuch hier hat er mir zum Abschied als Erinnerung geschenkt. Ich soll damit Eindruck bei den feinen Pinkeln schinden. Cool, nicht? Cool? Ja, nicht wahr? Dieser Mr. Hobbs, den du erwähntest. Ist der Gemischtwarenhändler. Und der gehört auch zu deinen Bekannten, wie? Wir sind sehr alte Freunde. Er hat mich immer auf seinen Kekskisten hocken lassen. Sogar als er wusste, dass ich ein Aristokrat bin. Mr. Hobbs ist nämlich Demokrat, und zwar durch und durch. Er hat was gegen Adlige. Ich glaube, das kommt bloß daher, weil er keine kennt. Hast du eigentlich ein Verlies, Großvater? Und wird darin wirklich jemand geköpft? Nein, heute ausnahmsweise nicht mehr. Ach so. Was hast du denn für diesen Hobbs gekauft? Eine neue Taschenuhr. Seine alte ist nämlich schon lange kaputt. Das sind also die Geschenke, die dir Freude machen. Na klar. Sind doch meine besten Freunde. Du vermisst sie wohl schon, was? Ein bisschen. Aber am meisten werde ich natürlich Darling vermissen. So viel steht fest. Wer ist Darling? Meine Mutter. Ach so, so. Ich freue mich aber auch, in Zukunft bei dir wohnen zu können, Großvater. In Amerika hatte ich ja außer Darling keine Familie. Mann, du kannst echt stolz auf dein Haus sein. Ich habe noch nie etwas so Schönes gesehen. Okay, ich bin erst 10 Jahre alt, aber dein Schloss, das ist schon ziemlich cool, Großvater. So, es ist cool. Ja, und ziemlich groß für nur 2 Personen, findest du nicht? Ja. Wenn 2 Leute darin wohnen, die keine guten Kumpels sind, könnte sich vielleicht einer manchmal einsam fühlen, oder? Glaubst du, dass ich einen guten Kumpel abgeben werde? Ich denke schon. Schließlich sind wir Blutsverwandte, auch wenn ich Amerikaner bin. Du bist Engländer. Entschuldige, wenn ich dir widersprechen muss, aber Mr. Hobbs sagt, wer in Amerika geboren ist, ist Amerikaner. Dein Vater war Engländer, also bist du auch Engländer. Hm? Was schaust du mich so an? Du trägst sie nicht immer, oder? Ich verstehe nicht. Was trage ich nicht immer? Deine Krone. Meine Krone? Ja. Erst habe ich gedacht, du hättest sie immer auf. Aber dann fiel mir ein, dass du sie wahrscheinlich manchmal abnimmst. Zum Beispiel, um einen Hut aufzusetzen. Ja, ich nehme sie gelegentlich ab. Um genau zu sein, sie steht mir auch nicht besonders. Ist auch ziemlich schwer, das alte Ding. Momentan wird sie gerade geputzt. Nicht wahr, Mrs. Dawson? Wie meinen, Milord? Mein Enkel erkundigt sich nach meiner Krone. Ihre Krone, Sir?
Ja, meine Krone. Sie wird doch gerade geputzt. Ach so, ja, Ihre Krone, Milord. Ja, die wird gerade mit all dem anderen Silber poliert.